Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer hier auf meinem Kanal. Heute unterwegs mit dem Sigma 85mm Offenblende 1.4. Und damit ich euch erstmal wieder ein paar Beispielbilder zeigen kann, bin ich wieder in Münster unterwegs. Ich habe hier eine ganz, ganz tolle Stelle gefunden. Ich schwenke mal ein bisschen rum hier mit so schönen Tiefen und so weiter. Und ich habe auch schon gerade das erste Pärchen und anschließend kam sogar noch die Mutter gefragt, ob die schöne Fotos haben wollen und sie haben ja gesagt. Ich versuche mein Glück gleich noch mal mehr, ob der eine oder andere noch dabei ist und zeige euch jetzt erstmal, bevor ich nämlich in meinem Studio sitze und das Review eigentlich über das Objektiv mache, zeige ich euch erstmal die Bilder, die ich hier gemacht habe. Viel Spaß dabei! Ja, es blieb leider nur bei diesem einen Fotoshooting von dem Geschwisterpärchen und auch der Mutter, die dann noch gekommen ist. Die Zeit ist mir ein bisschen weggerannt und das Wetter wurde auch immer schlechter. Trotzdem muss ich sagen, die Bilder haben mir sehr, sehr gut gefallen und ich glaube, das hat denen auch richtig Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und man konnte auch sehen, eine schöne Freistellung erreicht man mit dem 85mm Sigma auf jeden Fall. Ich habe es jetzt hier vor mir liegen und ich möchte arttypisch, klingt das jetzt ein bisschen komisch, aber wie immer mit der Haptik anfangen, denn das ist auch ein großer Teil, der natürlich darüber entscheidet, fühlt man sich mit dem Objektiv auch wirklich wohl oder nicht so wohl, ist es nur die Schärfe, die zählt oder ist es das Gesamtpaket? Und hier hat Sigma wirklich alles Gute getan und viele Sachen mit reingebracht, die dem Nutzer so eines Objektivs auch wirklich Freude machen. Und darum soll es gehen. Als erstes natürlich diese ganz banale Geschichte, die Streulichtblende. Ja, sie wirkt hier ein bisschen ausladend und wenn man das Ganze abmacht, dann merkt man erstmal, so groß ist das Objektiv gar nicht. Es wiegt knappe 600 Gramm und im Vergleich zu meinem letzten Beitrag über das Sigma 105mm Offenblende 1.4 ist das ein wahres Leichtgewicht hier an der Kamera. Wie gesagt, knapp über 600 Gramm und das 105mm wog, glaube ich, so um die 1600 Gramm. Da merkt man schon mal die Unterschiede. Und wie gesagt, die Streulichtblende tut ihr Übriges und dann sieht das Ganze wuchtiger aus, aber ist vom Gewicht her auf jeden Fall nicht so. Ist geschuldet, ich habe mich nämlich mit dem Harald Bauer unterhalten von Sigma auf der Fotopia, beziehungsweise ja, auf der Messe. Und da ging es auch um das spiegellose System und durch das geringere Auflagemaß. Und deswegen kriegt man hier auch ja, ein Gleichgewicht hin. Vom ganzen Konstrukt her ist es ein bisschen leichter, ja, das Ganze auch wirklich so schön kompakt bauen zu können. Es gibt natürlich auch die Konkurrenz, das ist das Original von Sony, das ist ja das G-Master 85mm, das wiegt nochmal locker 200 Gramm mehr als dieses Objektiv, ist auch größer und wuchtiger und hier haben sie es auf jeden Fall gut hingekriegt, das Ganze ein bisschen kleiner und kompakter zu machen. So eine Streulichtblende und das muss ich sagen, das kenne ich von meinem 35mm 1.2 auch, die ist sehr, sehr hochwertig, dass man sich über so eine Streulichtblende so freuen kann, macht man oder merkt man erst dann, wenn man so etwas Hochwertiges auch hat. Hier erstmal wieder so ein Knopf für die Arretierung, damit man das auch nicht aus Versehen mal löst. Hier innen ist es so schön, ja, wie nenne ich das mal, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man die Kamera sehen kann, so ein bisschen geribbelt ist. Dadurch wird natürlich Streulicht auf jeden Fall vermieden. Ich weiß, ich kenne auch einige, die sagen, ach, wozu brauche ich eine Streulichtblende, ich bin da sowieso nur drin oder irgendwie nicht so schräg von der Sonne und so weiter. Doch, es kann durchaus mal passieren, dass man froh ist, wenn man die Streulichtblende hat.
Auch hinsichtlich des Schutzes eines Objektivs. Denn gerade wenn ich in Räumen unterwegs bin, auf Partys, dann ist es alles mal ein bisschen eng. Und wenn ich das im Kameragurt habe, dann ist es genau in der Höhe einer Tischkante zum Beispiel. Und es wäre doch sehr fatal, wenn mir das Objektiv ohne Streulichtblende dann irgendwie gegenknallt. Ja, und dann kommt es zu irgendeinem Schaden. Und so eine Streulichtblende ist nicht so teuer wie das ganze Objektiv. Also seht es vielleicht auch ein bisschen mit als Schutz. Das Ganze ist natürlich auch Spritzwasser- und Staubgeschützt, hätte ich auch in dieser Preislage definitiv erwartet. Und wie gesagt, fühlt sich sehr, sehr gut an. Hier ist Kunststoff und Metall gut gemischt verarbeitet worden. Hier am Zoomring fühlt sich das sehr, sehr hochwertig an, breit genug, hier schön Metall. Und was mich als erstes wieder richtig gefreut hat, das ist der Blendenring. Hier ein manueller Blendenring. Den kann man natürlich am Ende auch auf Automatik stellen und man hat die Möglichkeit, das Ganze auch zu arretieren. Das heißt, wenn ich das Ganze auf die Automatik eingestellt habe und diesen Arretierungsknopf dann einschalte, dann komme ich aus der Automatik auch nicht raus. Ist nämlich ganz fatal, wenn man diesen Knopf nicht hat, denn die nächste Stufe wäre gleich Blende 16. Und bei den Kameras merkt man das nicht unbedingt, wenn man durch den Sucher schaut, bin ich jetzt Blende 16 oder wie auch immer. Gerade mit meinen schlechten Augen bin ich froh, wenn ich das für mich vorher festlegen kann. Andersrum wieder auch, wenn ich den Blendenring manuell benutzen möchte, zwischen Blende 1,4 um 16 und das dann arretiere, rutsche ich auch nicht in den Automatikmodus rein. Also es ist wirklich ziemlich gut durchdacht. Was es hier noch an schöne Schalter und Hebel gibt, ist hier unten zum Beispiel auch die Möglichkeit, den Blendenring, auf den ich auch nicht mehr verzichten möchte, entweder mit den einzelnen Einrasterungen der Blendenstufe oder auch stufenlos. Man sagt ja immer, die Filmer freuen sich da ganz doll drüber. Aber wie gesagt, ich mag das lieber mit den Einrasterungen, aber ich kann das auch stufenlos einstellen. Den Knopf gibt es. Dann den sogenannten Fokus-Halteknopf, der aber so ein Custom-Schalter ist. Hier können wir verschiedene Sachen drauf belegen, wobei ich bin immer kein Freund davon, da irgendwas großartig zu verändern. So wie es mir angeboten wird, so nehme ich das auch immer gerne hin und so lasse ich das auch. Und natürlich auch den MF-AF-Schalter, denn das entscheide ich meistens dann, wenn ich durch den Sucher schaue. Und wenn ich dann noch irgendwie im Menü rumfummeln muss, ist mir so ein Schalter lieber, dann habe ich das alles ein bisschen schneller am Start. Ja, ich muss sagen, die ganze Haptik dieses Objektiv gibt schon einiges her und man fühlt sich damit auch wirklich richtig wohl. Schärfe ist nicht unbedingt alles. Es soll nicht heißen, dass es nicht scharf abbildet. Im Gegenteil. Objektive in der Preisklasse, ob von Sony, auch Sigma hat jetzt, auch Samyang hat jetzt ein neues Objektiv rausgebracht, was allerdings ordentlich auf die Schärfe getrimmt ist und steht auch nichts irgendwie danach. Ich finde, man hat da so ein Level erreicht, wo man, wenn man über Schärfe redet, extrem mit hochauflösenden Kameras mit 46 Megapixel oder noch mehr reinzoomen muss, um überhaupt einen Schärfevergleich machen zu können. Ist für mich nicht praxisnah. Ich finde, diese Objektive bewegen sich alle schärfemäßig auf ein wahnsinnig gutes Level. Ob im Zentrum schon bei Offenblende 1.4 oder auch am Rand, muss ich sagen, möchte ich gar nicht großartig drüber reden. Schärfe ist vorhanden und auch nicht in einer Form, dass man vergleichen würde in der Preisklasse, sind andere viel, viel besser. Das sieht man deutlich im Bild. Auf jeden Fall sieht man das Ganze so nicht. Jetzt natürlich die Frage, Offenblende 1.4. Man kauft sich so ein Objektiv, um dieses natürlich auch nutzen zu können. Ich habe den Fehler gemacht beim 105mm 1.4, dass ich die Blende wirklich auf 1.4 nur ausschließlich benutzt habe. Und ich habe dann gemerkt bei den Bildern, gerade wenn Personen nebeneinander oder leicht, auch nur ganz leicht versetzt standen, dass die eine Person scharf abgebildet war und die andere Person eben nicht. Den Fehler habe ich hier nicht mitgemacht. Wenn ich gemerkt habe, zwei Personen oder mehrere Personen, die stehen dann hintereinander, dann habe ich natürlich die Blende etwas geschlossen. Dann geht es natürlich ein bisschen auf den schönen Hintergrund, auf das Bouquet, zu dem ich gleich noch zu sprechen komme, aber man muss ehrlich mit sich sein, man muss auch mal abblenden, auch wenn man sich so ein Objektiv kauft, weil es halt diese Offenblende eben hat. Wenn ich rein im Studio fotografieren würde, wäre die Offenblende 1.4, wenn ich mit Blitz fotografiere, für die Fashion-Fotografie oder auch für die Produktfotografie, bräuchte ich die Blende 1.4 eigentlich gar nicht. Im Studio lege ich immer so bei Blende 5, 6 oder 4 oder manchmal auch 8. Denn es geht ja darum, gerade im Fashion-Bereich oder auch in Produktfotografie, dass das Produkt von vorne bis hinten scharf abgebildet ist. Und da komme ich mit einer Offenblende von 1.4 nicht weit. Dann habe ich nur Bruchteile, die dann scharf sind, weil diese
Strecke der Schärfentiefe halt so mega gering ist. Ich will nicht sagen, dass man das im Studio nicht benutzen kann, denn man kann ja auch mit Dauerlicht arbeiten oder auch wenn man draußen mit Blitz arbeitet, gibt es auch schöne Effekte, beziehungsweise ist ja auch davon abhängig, wie weit ist man von so einem Motiv, von einem Model oder einer Person auch entfernt. Einzig Punkt, über den man vielleicht auch mal wieder diskutieren könnte, wäre der Autofokus. Aber auch das braucht man bei diesem Objektiv definitiv nicht tun. Der Autofokus arbeitet einwandfrei, auch in der Videografie. Ich habe das mal hingestellt im Garten, bin auf das Objektiv zugelaufen. Kein Gepumpe, nichts da, Augenautofokus, saß also 1A, auch bei näherem Abstand, hat das alles super funktioniert und ich hatte nie das Gefühl, dass er irgendwie pumpte oder nachhakte, also zumindest bei mir. Die Video- bzw. die Fotoeinstellung, als ich das Pärchen, das Geschwisterpärchen fotografiert habe, war übrigens, dass ich den kontinuierlichen Autofokus in der Fotografie benutzt habe. Serienbildgeschwindigkeit habe ich auf Medium gestellt und ein breites Feld, ja, damit, wenn mal irgendwo was da rauskommt, dass zumindest das Gesicht oder auch die Augen dann erkannt werden. Und wie gesagt, jedes Foto ist von der Schärfe was geworden. Und die Auswahl an Fotos, die dann das Pärchen von mir bekommen hat, ich glaube, es waren um die 50 Fotos, die ich denen dann übersendet habe, da zeigt schon wieder die Güteklasse, dass an dem Autofokus auf jeden Fall nichts zu meckern ist. Vignettierung, chromatische Apparation, Verzeichnung, das sind alles Punkte, die brauche ich bei diesem Objektiv auch nicht ansprechen, denn hier ist alles super weggebügelt worden. Und selbst wenn es um eine Vignette am Rand gehen sollte, stört mich das in der Porträtfotografie auf jeden Fall nicht. Natürlich ist dieses Objektiv nicht nur für den Porträtbereich gut geeignet, sondern ja auch für andere Motive. Ich war zum Beispiel beim Kollegen, der hat ein Autohaus bzw. verkauft Gebrauchtwagen und ich habe ein paar Fotos für ihn gemacht und dann stand ich draußen, musste noch ein bisschen warten, habe ich gesagt, komm, fotografiere ich deine Autos noch ein bisschen und ich war doch erstaunt, was das für eine schöne Wirkung hat, diese Fahrzeuge zu fotografieren und natürlich auch mit der Schärfentiefe zu arbeiten. Das gibt, gerade wer vielleicht sein Auto verkaufen möchte und so ein Objektiv hat, das gibt eine schöne Freistellung, auch in diesem gesamten Bild und ich muss sagen, das wirkt sehr, sehr hochwertig. Hat mir richtig Spaß gemacht, also nicht nur für den Porträtbereich, auch für die Produktfotografie und auch für größere Sachen ist das Objektiv wirklich gut zu gebrauchen. In meinem letzten Beitrag ging es ja um das 105 mm und da haben auch einige geschrieben, ja, das ist mir viel zu schwer, nimm dir doch dieses Objektiv, das kannst du super miteinander vergleichen und so, ist doch fast das Gleiche. Ich muss sagen, nein, wir haben natürlich bei 105 mm einen ganz anderen Bildwinkel und wirklich gesagt auch einen anderen Look, gerade wenn man die Bilder vielleicht mal miteinander vergleicht. Das kann ich jetzt nicht machen, weil das andere Objektiv ja nun schon weg ist, aber es ist eine reine Mathematikaufgabe. Hier haben wir 85 mm, da haben wir 105 mm. Es wird einen anderen Look haben. Trotzdem möchte ich das hier nicht unter den Scheffel stellen. Was hier schön freigelegt wird, ist ein schönes Bouquet, ein schöner Hintergrund. Hier ist Sigma ein, wie ich finde, richtig toller Spagat gelungen zwischen Schärfe im Zentrum und weiches Bouquet. Das Samyang, ich habe mir ein paar Beiträge angeguckt, das aktuelle, das neue Samyang, hat, wie gesagt, ist auf Schärfe getrimmt und da gibt es auch nichts zu meckern, es ist wirklich scharf, aber es geht ein bisschen auf Kosten eines schönen Bouquets. Hier haben wir 11 Blendenlamellen, die gut zusammenarbeiten, die halt diesen schönen Effekt geben. Ich muss sagen, das ist der Look, der erinnert mich schon ein bisschen an das 105 mm von Sigma, auch wenn es ein bisschen was anderes ist. Aber dafür feiere ich dieses Objektiv, weil es halt das Gesamtbild wieder richtig schön macht mit diesem Bouquet. Und man darf nicht vergessen, Bouquet macht oft 2/3 eines Bildes aus. Gerade wenn man ein kleineres Motiv hat oder nur einen Kopf, wie viel Bouquet ist noch da und so weiter oder was sieht man noch vor dem Rest des Bildes? Und deswegen ist so ein Bouquet, ein schönes Bouquet, auch sehr, sehr entscheidend nachher ja, über den Look eines Objektivs zu sprechen beziehungsweise wie sieht das Ganze aus? Und das muss ich sagen, ist Sigma auf jeden Fall richtig gut gelungen. Komme ich jetzt zum Fazit und ihr hört es schon, ich habe mal wieder nichts zu meckern. Ohne Kompromisse kann ich dieses Objektiv wärmstens empfehlen. Das Gewicht passt. Ich finde, ein Preis von um die 1.000 € ist es auf jeden Fall wert. Die ganze Haptik, es liegt unheimlich gut in der Hand. Die Verarbeitung ist top. Die ganzen Funktionen mit den Schaltern haben sie wirklich gut hingekriegt. Und wer sagt, die 105 mm, das ist mir alles zu schwer, aber ich möchte einen guten Look haben und auf eine schöne Qualität nicht verzichten, wird hier mit dem Sigma 85 mm Offenblende 1.4 nicht enttäuscht.
Definitiv nicht. Und leider geht es jetzt wieder in die Post zurück. Ich muss es wieder zu Sigma zurückschicken, aber sobald ich wieder ein bisschen mehr Geld über habe, wird dieses wahrscheinlich auch hier, genau wie das 105 mm, in meiner Fototasche landen. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche oder auch ein schönes Wochenende. Bis dahin, euer Michael. Tschüss.